Für 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro, Ladies and Gentlemen. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. So, wir machen heute realer Irrsinn. Zu betonierte Gärten. Voll geil, die von Extra 3 haben uns auch angeschrieben, meinten, die haben die gesehen, dass wir die Reaktion machen. Voll cool. Herr und Frau Lühr wohnen seit 50 Jahren in ihrem eigenen Reihenhaus in Norderstedt. Und seit 50 Jahren pflegen sie auch ihren kleinen Vorgarten. Doch das war extrem hässlicher Vorgarten auf jeden Fall. Illegal. Denn der Vorgarten der Reihenhäuser liegt auf öffentlichem Grund. Hat die Stadt Norderstedt zufällig herausgefunden und deshalb Briefe an die Anwohner geschickt. Oh, ich glaube, das ist so richtig, richtig schlimm für so... Ist das böse, wenn ich jetzt Rentner sage? Ich meine, ich bin ja auch mittlerweile Rentner. Also ich würde mich auch mega ärgern, wenn ich einen Garten gebaut habe. Auf einmal habe ich gar nicht die Genehmigung gehabt. Und ich ärgere mich so sehr, wie ein Rentner sich ärgern würde. Ich gehöre auch zu der Rentnerszene auf jeden Fall. Wurde gesagt, hier... Nein, nicht böse. Okay, danke. ...muss gepachtet werden. Mhm. Oder aber es wird zuzementiert. Weil Herr Lühe seinen Garten unbedingt behalten wollte, zahlt er jetzt 44 Euro Pacht im Jahr. Aber seine Nachbarn nicht. Dann kam der Bautrupp und die Vorgärten zubetoniert. Und ja, wir waren natürlich alle sehr begeistert. Tja, Anwohner, die keine Pacht zahlen, haben auch kein Recht auf Garten. Und tschüss. Wenn man nicht bereit ist zu bezahlen, ja, dann kriegt man eben eine Betonwüste. So einfach ist das für die Stadt Norderstedt. Das verstehe ich auch manchmal gar nicht so, ne? Die Stadt hat ja nichts davon, dass auf einmal Beton da ist. Lasst doch die Leute einfach ihre kleinen Gärten haben. Lasst denen doch einfach deren kleinen Spaß haben. Was ist denn, was soll denn das? Die haben ihr Leben lang gearbeitet, wahrscheinlich länger als die Leute, die entscheiden, ob da hier Beton drauf kommt. Lasst denen doch einfach diese paar Pflanzen anpflanzen. Lieber Beton drauf machen, als ob die da jetzt ein Einkaufszentrum drauf bauen. Warum wirklich gemacht. Kommen die nach 50 Jahren hier an, Geld zu kassieren? So etwas nach über 50 Jahren hier sich einfallen zu lassen. Ich verstehe das nicht. Die Erna. Ich mag die Erna. Erna ist eine gute Frau. Ich verstehe es nicht. Warum der Stadt Norderstedt das alles erst nach 50 Jahren auffiel, wollte uns niemand vor der Kamera sagen. Schriftlich hieß es, bei einer Gehwegsanierung sei aufgefallen, dass Anwohner Teile öffentlichen Grunds als Teil ihrer Vorgärten mitgenutzt haben. Und das geht natürlich nicht. Eine städtische Fläche einfach. Das ist sogar so schön eingerichtet, muss ich ehrlich sagen. Hier, ne, mit dem Pflastersteinweg und sowas. Bisschen hier, keine Ahnung, was das Schotter ist, so ein paar Pflänzchen. Das ist so nicht, das ist so traurig, weil es ist nicht so viel. Es ist nicht so viel. Es ist einfach nur, um diese Gäste willkommen zu heißen. Einfach nur zu sagen, hallo, hey, ganz ehrlich. Ich habe in meiner Rentnerzeit, und ich kann darüber reden, weil ich bin ein fucking Rentner, also haltet die Fresse, wenn ihr mich beleidigt, dass ich Rentner schlecht dastehen lasse. Das tue ich nämlich nicht. Rentner sind cool. Wir sind cool. Wir sind die Rentnerszene. Depp. Oh Gott, das war sehr cringe auf jeden Fall. Aber lasst denen doch einfach diese kleinen bisschen Pflanzen, diesen kleinen Ball an Pflanzen einfach. Doch hübsch machen, ohne Pacht zu zahlen. Deshalb gibt es jetzt neben den Gärten der Pachtzahler Gärten mit einer attraktiven, wassergebundenen Wegedecke. Sehr zur Freude der Anwohner, die keine Pacht zahlen wollen für einen Garten. Aber guck mal, die tun nur, was sie tun müssen. Sie dachten, dass er ihnen gehöre. Die 4 bis 5 Menschen sind hier, die hier arbeiten den ganzen Tag und was das kostet. Ja, das kostet. Aber Norderstedt kassiert ja jetzt Pacht von den Anwohnern. Fette 44 Euro pro Jahr. Da hat die Stadt die Baukosten bestimmt bald raus. Oh mein Gott, stimmt auch wiederum, ne? Die Baukosten allein hier alles abzureißen, Beton drauf zu machen. Arbeit, die dieser kleine Vordergarten macht, ist ein Vielfaches höher. Und diese Arbeiten, wie gesagt, also ich kann es nicht glauben. Ach, Herr Walter. Der Typ fühlt richtig die Wut, ist wütend. Die Stadt Norderstedt weiß, was sie tut. Straßen verbinden Menschen. Da kann man schon mal ein paar Gärten pflastern. Oh mein Gott. Allein, dass hier halt gar keine Leute hinkommen. Das sind nur Gäste, die da hinkommen. Das sind keine Menschen. Das sind vielleicht die Freunde, die Verwandten, irgendwelche wirklich guten, näheren Gastschaften, Freunde halt, lol. Die gehen da hin, also niemand anderes. Niemand anderes stört es, niemand. Also im Gegenteil, Leute fühlen sich ja eher willkommen, dass sie mal hier vielleicht ihren Dad wiedersehen können. Stadt sagt, da muss Beton hin.
Das gehört nicht euch. Das finde ich einfach uncool. Also wer da die Entscheidung getroffen hat, ne? Shame on you. Komm du mal hier hin. Komm du hier hin. Dann gehen wir nämlich weiter zur Brücke und dann diskutieren wir mal. Dann reden wir mal, ja? Dann reden wir mal über Menschlichkeit. Hier in Mainz steht ein architektonisches Meisterwerk. Um die Ecke. Eine Spaß. Brücke für 3,4 Millionen Euro. Okay, also 3,4 Millionen Euro. Die Brücke an sich sieht nicht schlecht aus. Ja. Also ich mag manchmal dieses freaky Verrückte einfach. Dieses ich bin keine Brücke, sondern ich bin auch Kunst. Wisst ihr, was ich meine? Das feiere ich manchmal, ja. Diese Brücke, da würde ich auch sagen, oh, ist so ein Hingucker, ne? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein fucking Hingucker. 3,4 Millionen fühle ich gar nicht, 0%. Aber ich bin sehr gespannt, was mit dieser Brücke los ist. Eine Brücke. Jemand kann drauf wetten, laufen, wetten. Schauen wir. Vor einem Jahr wurde sie fertiggestellt und eigentlich sollten schon längst Busse auf der Brücke fahren und nicht nur darunter. Doch leider endet die Brücke auf der einen Seite im Busch und auf der anderen Seite stehen Poller. Es geht ja hier wohl jetzt nicht weiter. Also sie führt derzeit ins Niemandsland. Niemandsland würde Herr Sitte von der Stadt Mainz jetzt nicht sagen. Aber ja, da ist nicht alles so optimal gelaufen. Da, wo Menschen arbeiten, da können auch mal Fehler passieren. Sollte nicht passieren. Christopher Sitte, ein Mann von Sitte, feiere ich. Da, wo Menschen arbeiten, können auch mal Fehler passieren. Aussagekräftig und generisch es zugleich. Es gibt keinen Weg hierhin, es gibt keinen Weg drüber, aber man kann ja drüber gehen immer noch. Für 3,4 Millionen würde ich mir auf jeden Fall einen Gang über die Brücke auch gönnen. Passieren passiert in der Regel auch nicht, aber in diesem einen konkreten Fall ist er passiert. Der Fehler ist... Warte, Moment, ich habe den Satz nicht ganz verstanden. In jedem Fall ist er passiert. Ich habe den Satz immer noch nicht verstanden. Da, wo Menschen arbeiten, da können auch mal Fehler passieren. True. Sollte nicht passieren, passiert in der Regel auch nicht, aber in diesem einen konkreten Fall ist er passiert. Okay, das war... Ich glaube, das war der generischste Satz ever. Dieser Satz passt zu allen Situationen ever. Wenn ihr eine 5 nach Hause bringen solltet, könnt ihr genau diesen Satz sagen. Da, wo Menschen arbeiten, da können auch mal Fehler passieren. Sollte nicht passieren, passiert in der Regel auch nicht, aber in diesem einen konkreten Fall ist er passiert. Und ihr bekommt mindestens eine 4. Es ist unglaublich, dieser Satz passt auf jede Situation. Damn, Alter. Christopher Wallis. Ah, nee, Christopher Sitte. Lul. Hammertyp, feier ich. In diesem einen konkreten Fall ist er passiert. Der Fehler ist, zur Brücke führt noch keine für Busse ausgebaute Straße. Mhm. Eigentlich sollte sie über dieses Feld führen. Die Bagger waren auch schon da und haben angefangen zu buddeln. Nur leider hat man vergessen, die betroffenen Grundstücke vorher zu kaufen. Oh mein Gott. Ich war davon ausgegangen, dass wir die Bereiche der Flächen, die wir brauchen, um die ÖPNV-Trasse zu realisieren, schon im Eigentum haben oder im Besitz haben. Dem war nicht so, weil uns da ein Fehler unterlaufen war. Sehr generisch, aber auch sehr nutzbar in jeglicher Situation. Einfach zu sagen, mir ist klar, da ist ein Fehler passiert. Dem ist so, hätte ich das gewusst, dann hätte ich es nicht gemacht, aber ist halt passiert. Allein das in der Deutschklausur, stark. Dem war nicht so, weil uns da ein Fehler unterlaufen war. Stark. Weil die Grundstückseigentümer das nicht so lustig fanden, dass die Stadt ungefragt ihre Felder abholte, sind sie mal eben mit ihren Treckern gekommen. Da hat die Stadt schnell alles wieder zugebuddelt. Nein. Das ist ja wie bei mir bei der Poolarbeiten. Poolbauarbeiten habe ich auch einfach gemacht und wieder rückgängig gemacht. Stark. Zu Recht und alles nachvollziehbar. Und daraufhin ist die Baustelle auch wieder abgezogen worden. Und okay. Nun steht hier seit einem Jahr eine riesige Brücke ohne Straße. Aber mit viel Platz für Fußgänger. Aber ganz ehrlich, ich meine ganz ehrlich, ne, ihr müsst wissen, meine Mom hat mich damals schon, ne, Julian Brücke genannt, ja, weil ich immer schon so einen Bezug, so eine Assoziation zu Brücken hatte. Hatte ich nicht, auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, so als Brückenkenner, ja, als Brücken, ja, ich will nicht sagen Profi, als Brückenkenner, würde ich schon sagen, es ist auf jeden Fall definitiv eine sehr schöne Brücke, die auch von ihrer Stabilität überzeugt, definitiv, ja, hier so mal ein ganz modernes Muster an die Gesellschaft weiterleitet. Und muss sagen, ist schon schön. Finde ich, ist eine schöne Brücke. Für 100.000 Euro würde ich kaufen, die Brücke. Nicht für 3, fucking 4 Millionen Euro. Alter Schwede. Kann man nicht vorstellen, wie man sowas vergessen kann. Super peinlich für die Stadt Mainz.
was scheiße ist. Wie das passieren kann, ne? Muss ja wer geschlafen haben. Na, Herr Sitte, kann man das wirklich so sagen? Das ist letztlich ein Kommunikationsfehler zwischen den Ämtern und Dezernaten. Klingt schon viel besser. Wenn Ämter und Dezernate 6 Jahre so eine Brücke planen, kann eine wichtige Info schon mal durchflutschen. Aber egal, ist eben echt mainzigartig. So eine Busbrücke ohne Busse. Immer noch eine, wie gesagt, sehr schöne Brücke. Also wer mal 3,4 Millionen Euro übrig hat, kann er gerne mal in die Hauptwitz investieren. Dann werden sie sogar noch schneller fertig. Wir haben nämlich Schwimmbad Posse in Hannover-Miesburg. In Hannover gibt es ein wunderschönes Bad. Es hat nur einen klitzekleinen Fehler. Man kann sagen, dass das Bad im Arsch ist und dass es wirklich schade drum ist. Ja, leider. Das Miesburger Bad bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Okay, die haben ein Bad, ein Schwimmbad, ja, das ist bis auf Weiteres geschlossen. Wir wissen aber noch nicht, warum. Das werden wir jetzt erfahren. Das Bad geschlossen. Dabei hatte es ein privater Betreiber in einen modernen Wellness-Fitness-Sauna-Tempel umgebaut. Fitness-Sauna, ja, gut. Zahlt von der Stadt Hannover für 11 Millionen Euro. Für 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro, Ladies and Gentlemen. Wir befinden uns auf 11 Millionen Euro. Ja, liebe Freunde, ich habe jemanden gesehen in den Juck-Mich-Nicht-Kommentaren, der alle Sachen zusammengezählt hat, was die Kosten angeht. Hier haben wir nochmal die 11 Millionen plus 3,4 Millionen von eben. 11 Millionen Euro. Millionen Euro. Nur blöderweise kamen zu wenig Leute und der Betreiber stieg aus. Jetzt hat die Stadt das Bad wieder zurück. Allerdings mit leichten Gebrauchsspuren. Als wir dann zur Wassergymnastik gingen, da war oben an der Decke, das war noch gar nicht so lange nach der Renovierung, große Wasserflecken neben den Lampen. Lief doch schon durch die Decke rum, das waren große feuchte Flecke. Ja gut, bei der Sanierung sind kleine handwerkliche Fehler gemacht worden. Ich weiß gar nicht mehr, was das Sache ist, Alter. 11 Millionen Euro, das sind Zahlen. Wir hatten hier Klos, Toiletten für 250.000 Euro, ja. Wir hatten Zäune für, wir hatten noch nie Zäune, what the fuck. Wir hatten Dinge für, weiß nicht, 100.000 Euro. Wir hatten 1 Million Euro, aber wir hatten noch nie achtstellige Summen hier, oder? Hatten wir schon mal was für 11 Millionen Euro? Das in 1 Cent Münzen hier in diesem Raum, das wäre gar nicht passend, keine Ahnung. Aber 11 Millionen Euro, Alter, das ist so unendlich viel. Dass es so hier aussieht, glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist nach dem Versuch einer Sanierung. Wir haben hier ein Leck, hier leckt es, hier kommt Wasser runter. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir machen mal die Decke ab. So, dann sieht es so aus. Das ist nicht das Ergebnis von 11 Millionen Euro. Das kann mir niemand sagen. Nicht mal extra 3, nicht mal extra 4 oder extra 5. 11 Millionen Euro sehen nicht so aus. Danke. Beim Umbau sind tragende Elemente entfernt worden. Umbau. Es sind Träger durchbohrt worden mit Kernbohrungen. Der gesamte Zustand des Bades war nicht fachgerecht mit der Pflege. Ups. Oh Gott. Der Betreiber hatte tragende Wände entfernt? Was hätte denn da passieren können? Gott sei Dank ist das Bad nicht im laufenden Betrieb mit vielen Badegästen eingestürzt. Hätte nicht was passieren können. Dann wäre es noch teurer gewesen. Dann wäre es 111 Millionen Euro. Also ich muss ehrlich sagen, genau solche Bilder habe ich auch von der BAM School gehabt. Ne? Ich meine, da wurde ja auch, das war ja BAM School, war ja vorher ein ganz anderes Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Also man kann es bestimmt irgendwie googeln. Deswegen sage ich es einfach mal. Also die BAM School war vorher eigentlich Callcenter gewesen. Also for real jetzt gerade, ja. Aber das war dann einige Jahre stillgelegt worden. Keiner wollte diesen Ort haben. Wir dachten, fresh. Ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, sehr, sehr, sehr viel Geld in einem sehr hohen sechsstelligen Betrag zu verlieren. Aber ich glaube, es hat mich auch auf jeden Fall ein komplettes Jahr, hat mich komplettes Jahr einfach wirklich Ich war so paralysiert teilweise, so viel Geld verloren zu haben, eine hohe sechsstellige Summe, weil es mein Geld war. Geld, was wir alles durch alle unsere Projekte, Placements und Videos verdient haben, war dann weg. Hier geht es aber darum, dass die Stadt das letztendlich bezahlt und niemand wirklich dieses Geld so richtig als einzelner Mensch verdient oder aus seinem Portemonnaie hier bezahlt. Ne? Ist ja ganz klar. Und somit wird halt mit dem Geld ganz anders umgegangen. Somit wird nach diesem 11-Millionen-Bau nur gesagt, machen wir nicht nochmal. Mir hat es wehgetan.
Die 11 Millionen Euro, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute dann da, dass da vielleicht ein paar Meetings stattfanden. Ja, es war keine gute Idee, wir müssen irgendwas finden, wir müssen irgendwas machen, sonst was. Aber es tut niemandem weh, weil das Geld nicht so wirklich so einer Person gehört. Hätte ich 11 Millionen Euro irgendwie verloren wegen so einer Sache, Alter, ich glaube, das wäre ganz, ganz kritisch ausgegangen. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin jetzt nur an diesen Gedanken abgeschweift, weil diese Stangen haben auch so einen Namen. Die hatten wir auch in der BM-School ganz viel stehen, das sah auch so ähnlich aus und so. Naja, dass die ganzen Steuermillionen für so einen Pfusch draufgehen, konnte die Stadt ja nun wirklich nicht ahnen. Vor allen Dingen, wo die Stadt das Geld für diese Sanierung gegeben hat, hätte ja mal einer von denen, die haben ja wohl genug Leute und Ingenieure, hingehen müssen als Bauleiter und gucken müssen. Ja, allein, dass diese Frau, die wirklich abseits von allen logistischen Verhandlungen und sonstigem steht, einfach so die Kenntnis rausswaggt. Dazu will die Stadt lieber nichts sagen. Ist ja auch unangenehm, mit so vielen Millionen baden zu gehen. Letzten Endes muss die Stadt Hannover also 17,7 Millionen Euro zahlen für einen teuren Umbau. Der fällig missraten ist, sie muss noch bis 2037 zahlen für ein Bad, das also jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht mehr genutzt werden kann. Oh Gott. Klärt Hannover mit einem Gutachten, was billiger ist? Die Sanierung des Bades oder Abriss? In jedem Fall wird beides teuer, es werden Millionensummen aufgebracht. Bund der Steuerzahler. Werden müssen für ein Bad, das die nächsten Jahre noch geschlossen bleibt. Aber vielleicht hat Hannover Glück und das Problem erledigt sich bald ganz von selbst. Also, ne? Die Geld in den Händen der nicht richtigen Menschen ist verschwendetes Geld. Das war sehr generisch. Also ich komme dem Christian Sitte sehr nahe, ja, vom Wording jetzt gerade, aber fucking 11 Millionen, 17 Millionen, ich weiß nicht, was hier noch für Zahlen rausgehauen werden. Die werden es nicht abbauen, hier nicht abreißen, weil es nochmal ein paar Millionen kostet. Das ist so was von lächerlich. Das ist so viel Geld. Das hätte man in so vielen verschiedenen Dingen hier investieren können in Hannover. Ja, klar. Natürlich würden diese ganzen Leute, die dafür verantwortlich sein, jetzt in meinem fucking Zimmer stehen und dann sagen so, hey, ganz ehrlich, denk doch mal hier über das und das und das und das und das nach, würde ich auch sagen. Hey, ganz ehrlich, ich bin schon glücklich, dass ich eher YouTube-Videos mache, als mit euch zu arbeiten oder generell in dieser Branche zu arbeiten. So, wir gucken mal das letzte Video, reale Irrsinn. Eine Kreuzung mitten in Hamburg. Die Stadt hat sie vor einem Jahr aufwendig umgestalten lassen, damit die Busse schneller durchkommen. Und seitdem steht hier diese Verkehrsinsel mitten auf der Abbiegespur. Oh. Das ist für die Linksabbieger, die einfach ganz normal links abbiegen wollen und dann plötzlich dieses Schild hier am Weg haben und dann 15 Mal umgefahren. Ach, in einem Jahr 15 Mal umgefahren. Oha, Alter, die müssen ja richtig draufgefahren sein. Mal wieder aufgestellt. An der Kreuzung Gärtnerstraße, Hohe Luftschutzsee, haben wir das Schild 15 Mal wiederherstellen müssen. Und was sagt die Verkehrsbehörde dazu? Die hat das schließlich geplant. Das ist sicherlich auch eine Sache der Gewöhnung. Nur wenige Kilometer entfernt, die nächste Kreuzung, an die sich die Hamburger seit 15 Monaten erstmal gewöhnen müssen. An dieser Stelle kam es zu 30 Unfällen mit der Verkehrsinsel. Okay, klar, Verkehr, schwierig, ab und zu, in fremden Städten. Das sah mir jetzt aber nicht so kompliziert aus, wenn man das hätte 30 Mal umfahren müssen. Also im Schnitt 2 Mal pro Monat. Aber auch nur, weil die Leute ja, so links ab... Hä, aber warte mal, das haben wir doch auch überall. Wer fährt denn so? Vincent Lee vielleicht. Der fährt auch so wie ein fucking Psycho, ne? Ganz ehrlich, ne? Der Vince, Alter, hab ich scheiße Angst, wenn der fährt. Und ganz ehrlich, ihr könnt gerne zu Vince, wenn er mal streamen sollte, sagen, du fährst wie ein Psychopath. Und dann fragt er, wer hat das gesagt? Und dann sagt er, Ju. Und dann sagt er, der fährt selber scheiße. Hundertprozentig wird er sowas in diese Richtung sagen. Und dann sagt ihr einfach, lüg nicht. Die immer intuitiv links fahren wollen, anstatt einen weiten Rechtsbogen zu machen, bevor es dann nach links geht. Die Autos kommen hier rum und regelmäßig fahren sie gegen dieses Schild. Ja. Das braucht halt einfach Zeit. Wie sagt noch die Verkehrsbehörde? Das ist sicherlich auch eine Sache der Gewöhnung. Ach, das ist ja okay, das ist echt eine sehr kleine Insel. Aber die zu treffen, das ist ja schon, da musst du ja auch schon so einen Zehner im Lotto haben, oder? Also es ist ja schon schwierig da. Also wer dagegen fährt, der soll einfach einen Führerschein machen, oder? Also ganz ehrlich, ne, dagegen zu fahren, könnt ihr mir nicht sagen, dass es jemand macht. Also außer Vince kenne ich keinen, der dagegen fahren würde. Just saying. Ja, noch ein Schild, mitten auf einer Kreuzung, nur ein paar Kilometer weiter.
wieder was zum dran gewöhnen. Wenn jede Woche einmal dieses Schild umgefahren wird, dann kann man nicht sagen, man kann sich an so etwas gewöhnen. Vielleicht daran gewöhnen, dass pro Woche einmal ein Schild erneuert werden muss. Der Typ ist cool. Der hat eine gute Pointe rausgehauen. Wie heißt dieser Mann? Wir müssen ihn loben. Klaus Greger. Gegenüber hat in den 12 Monaten seinen Umbau schon viele Schilder kommen und gehen sehen. Und irgendwann haben wir eben halt angefangen mit der Strichliste. Sie sehen das ja hier noch. Bis 23 sind wir gekommen und dann haben wir aufgehört. Das Bezirksamt hat eine eigene Liste. Oh mein Gott. An dieser Stelle kam es zu 44 Unfällen mit der Verkehrsinsel. Oh mein Gott. Macht im Schnitt praktisch jede Woche. Den Teppich hatte ich auch damals als kleines Kind. Woche ein neues Schild. Ist halt eine Sache der Gewöhnung. Wissen wir ja. Was kostet das eigentlich alles so? Das kostet zwischen 450 und 600 Euro pro Verkehrsschild. Ich glaube, die werden einfach abgezogen. Ihr werdet abgezogen. Ganz ehrlich, ich kenne die Preise. In dem Handwerk mag etwas. Und dieses Etwas reicht, um euch zu sagen, dass ihr abgezogen werdet. Heuert mal bitte Nerdy Timber an, denn der baut euch das Ding aus richtig schön Holz, bisschen höher, bisschen auffälliger. 200 Euro. Machen wir guten Preis, 150 Euro, weil ihr es seid. 150 Euro mal 45. Ja, 7.000 Euro machen wir, 7.000 Euro für 45 Schilder aus Holz von Nerdy Timber, liebe Freunde. Das ist mein letztes Angebot und ich würde eingehen. Ist auf jeden Fall billiger. Mal rechnen. 15 Schilder an Kreuzung Nummer 1, 30 an Kreuzung Nummer 2 und an Kreuzung Nummer 3, 44 Schilder. Oh mein Gott. 45, 89. Also insgesamt 89. Mal sagen wir 500 Euro. Boah, nur für Schilder. Alter, Leute, bitte. Ey, bitte, 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 Freunde, bitte. Verzeiht mir, wenn ich morgen ein Schilderbusiness aufgemacht habe und Schilder verkaufe. Ihr müsst wissen, es ist einfach nur ein Geschäft. Ich stehe nicht dahinter. Bitte verzeiht mir das einfach, dass ich einen Schilder-Bam-Shop-Laden aufgemacht habe, wenn ich das machen sollte, ja? Gut, danke. Haben wir das auf jeden Fall schon mal hier normalisiert. Euro macht 44.500 Euro in nur einem Jahr. In nur einem Jahr? Moment, warum ist denn an Kreuzung Nummer 3 plötzlich die ganze Verkehrsinsel weg? Liebe Verkehrsbehörde. Offensichtlich wurde sie regelmäßig übersehen, daher der Rückbau. Tja, ist halt alles eine Frage der Gewöhnung. Ey, so viel Geld einfach wieder, so viel Geld verloren. 11 Millionen plus, weiß wie, wie war das? 3,4 Millionen für die Brücke plus 44.500 plus, keine Ahnung, was war es. Ich habe komplett alles verdrängt mittlerweile. Meine Fresse, ey. Ist das belastend einfach? Es ist so dem belastend einfach. Zu Haus, lelelelelele, lelelelelele, ich geb mich einfach als deine Mutter aus, lelelelele.